Willkommen zurück bei Final Fantasy 16. Ein bisschen geht noch. Boah, Junge, war das ein Fight, ne? Also jetzt hier gegen Typhoon. Ich hätte aber niemals erwartet, dass das Typhoon ist. Also Typhoon, für mich ist Typhoon so ein komischer Blob mit einem riesengroßen Maul. Und der war irgendwie ungewohnt für Typhoon. Aber ein trotzdem krasser Fight. Es hat mega Laune gemacht. Gucken wir mal, was uns die Story jetzt noch so offenbart. Oh, Items. Geil. Gut geschlafen? Du blutest. Das ist nur ein Kratzer. Na gut, ein Loch. Wir finden dir einen Heiler. Hier. Das glaube ich nicht. Ich weiß, wer du bist. Und wenn du denkst, ich würde ihn dir überlassen. Irrst du dich? Sid. Die letzte sollte reichen. Lange Zeit glaubte ich, alle Antworten zu kennen. Aber dann traf ich dich. Und du hast mich gelehrt, nicht für den Tod, sondern für ein würdiges Leben zu kämpfen. Doch was hat man davon, ein Stück Freiheit zu erringen, wenn das eigene Ende immer fremdbestimmt bleibt? Also habe ich eine Entscheidung getroffen. Du.
dem Griff des Todes erglüht ein Licht und entfacht die Flammen erneut. Entschuldige, Clive. Wäre ich doch nur früher gekommen. Erkennst du mich wieder? Du hast sie beschützt. Das war sehr mutig. Zeig dich! Ultima! Unseren Namen? Was weißt du noch, Phönix? Auf meinen Reisen habe ich viel über deine Ziele erfahren. Du warst es, der mich von meinem Bruder getrennt hat. Und ich weiß auch, dass du nach seiner Kraft strebst. Doch, glaub mir. Um an ihn zu kommen, musst du an mir vorbei. Nun gut. Möge der Atem meiner Ahnen meine Lungen füllen, um die Lieder des Leids verstummen zu lassen. Eine Widrigkeit. Das hat doch keinen Sinn. In der Tat, keine Spiele, Phönix. Überlass uns unseren Leib. Ich sagte doch, nein. Eine flüchtige Form. Ich weiß, dass ich ihr nicht wirklich schaden kann. Doch, um Clive zu beschützen, ist das auch nicht nötig. Das sind keine Flammen der Zerstörung. Hast du bereits vergessen, wer ich bin? So leicht kriegst du meinen Bruder nicht. Ultima. Oh, oh, oh.
Sid, hilf uns! Wo ist er? Dann du! Mist, Karl! Jeff, wir müssen hier raus! Nicht ohne das! Sid ist nicht unter ihnen. Schicken wir einen Stolas? Das wird nicht nötig sein. Die feinsten Seiden der Meisterweber von Randelach. Kommt, kommt, so fasst doch an. Zart und geschmeidig. Schokobewurst, nur von Vögeln aus Weidehaltung. Kein ledriges Fleisch alter Rennvögel. Hier, probiert mal. Ich habe Schoten und Erbsen, Bohnen und Rüben, was immer ihr wollt. Ich habe Erbsen, genug. Bitte, Tränke, Tonika, Seiden, na, mein werter Wickel, Herr, Tinkturen. Darf was sein? Nerven, alles frisch von heute Tränke, Morgen. Tonika, Salben, Wickel, Tinkturen. Nervenmittel, Tränke, Tonika. Salben, Wickel, Tinkturen. Etwas für eure Reiseapotheke? Vielleicht eine kühlende Salbe für wunde Füße. Verzeih. Ich würde gern, aber... Habt eine gute Reise. Nervenmittel, Tränke, Tonika. Salben, Wickel, Tinkturen. Nervenmittel, Tränke, Tonika. Salben, Wickel, Tinkturen. Gut, dich zu sehen, Sid. Wissen wir mehr? Die Träger sind im alten Rathaus am Stadtrand eingesperrt. Und du kannst dir wohl denken, wer sie dort hinter Schloss und Riegel hält. Kopkas Leibgarde. Eine Falle. Und nicht einmal eine besonders gute. Schon wieder? Was erhofft er sich denn davon? Ich werde sie heute noch da rausholen. Nein, das wirst du nicht tun. Unsere Mitstreiter sind nicht gestorben, damit du dir mitten im Nirgendwo die Kehle durchschneiden lässt. Du willst sie also im Stich lassen? Das habe ich nicht gesagt. Ich meinte nur, dass jemand anderes sie befreien könnte. Verdammt nochmal. Sturköpfig wie der alte Sid, was? Eines lass dir gesagt sein. Du bist jetzt Sid. Wenn ihm etwas zustößt, war's das. Thank you.
Bitte, wir wissen von nichts. Ihr müsst uns glauben. Wir würden euch doch helfen. Aber ihr helft uns doch bereits. Wir haben noch nichts getan. Bitte glaubt uns. Vergebt ihm, Milord. Er wollte keinen Ärger machen. Ruhe jetzt! Keine Spur von Hugo. Von dieser Falle wird er wohl genauso viel halten wie wir. Dann wird's ein Kinderspiel. Seid gnädig! Ich flehe euch an! Ist doch schwerhörig! Ihr sollt Ruhe geben! Es wird alles gut. Ich würde gerne mitspielen. Was dagegen? Ist er das? Es ist er. Es ist Sid. Gehen wir? Und schnell! Hol Verstärkung! Die Träger? In Sicherheit. Nächster Kampf. Mal wieder. Aber sehr schön. Guck mal, die Macht des Blitzes haben wir jetzt. Wir können jetzt Ramus Fähigkeiten benutzen. Greif hat ein Stück von Ramus Essenz bekommen und ist deswegen jetzt hit. Finde ich weird, aber irgendwie auch ganz nett gemacht. Ja? Das Beschwören von Ramu-Kräften nicht mit elementarer Ausrichtung deiner Magie, sondern auch Zugriff auf mehrere neue Esper-Fähigkeiten. Wie zum Beispiel Twitter, ein Hagel aus dem Blitzschläger, der alle Gegner. Cool. Mit Ramuse Esper-Kraft. Ah, was? Okay, das sieht ja mal interessant aus. Kannst du eine Salve Kugel auf 9 fixierte Ziele werfen? Sie bleiben nur für kurze Zeit an den Zielen hängen. Okay, ich bin mal gespannt, wie das wird. Set stirbt hier! Absolut verschwunden, meine Kugel. Okay. Seltsam. So, du besser. Glaube ich. Aber wie viele von den Viechern bekommen wir denn? Oh. Also, würde ich zu gerne wissen. Er ist hier drin. Ja, aber das ist ja seltsam. Ich habe jetzt nichts gemacht. Kann ja nicht von jetzt auf gleich passieren. Können das denn auch andere bestätigen? Ich meine, Draco scheint ja nicht alleine hier zu sein. Nee, es geht hier gerade eben um technischen Krams, also hier. Okay. Dann ist ja gut. Ich hatte gerade eben ein bisschen Panik, weil ich nichts gemacht habe, gerade in den Einstellungen. Also, dass die Musik kurz weg war. Es reicht jetzt! Lasst sie mit der Katze spielen! Eine Katze? Oh, ein Schmusekater! Und Curl! Mann, das sieht ja richtig freudig aus. Du kriegst, was du verdienst, Sid. Die Biester sind schnell. Dann müssen wir schneller sein. Ein mythischer Kriegspanther. Okay, dann halt eben.
Ah, verdammt. Okay, das wird jetzt ein bisschen schwieriger. Ja, süß ist er auf jeden Fall. Zu langsam. Und zu Fall bringen. Ach nein, ey. Leben gematcht. Ist okay, hab's verstanden. Ich bin blöd. Ich find's krass, wie schnell hier die Heiltränke funktionieren. Einmal mal kurz noch oben gedrückt, schon Heiltrank eingenommen. Blöde Katze, mindestens so schön wie eine nackte Katze. Man kann sagen, was man will, aber das war ja wohl gerade eben bombastisch, oder? Blitz und Feuer, gleich. Geile Action. Er schimpft. Gott, das Vieh. Auf den Boden, oder? Ich habe gehört, Ifrit mag Dinge. Ifrit hat Bock auf gebratene Katze. Daneben. Einfach mal. Einfach zerstört. So, wer möchte ein Stück abhaben? Vergesst es. Hat jemand Hunger? Ich hab hier Straßenwild. Sie werden Kupka warnen. Lass sie. Für einen Tag wurde mehr als genug Blut vergossen. Mörder! Ohne dich wären unsere Freunde nicht tot. Hörst du mich? Wir waren nur Köder, um dich aus deinem stinkenden Rattenbau zu locken. Warum bist du nicht einfach dort geblieben? Was willst du überhaupt hier? Wir wollten nie gerettet werden. Sollen wir euch etwa dafür danken? Jetzt werden sie uns jagen. Wir sind alle so gut wie tot. Seit 5 Jahren kämpfen wir, um uns ein besseres Leben zu sichern. Damit wir endlich gleich behandelt werden. Wollt ihr das etwa nicht? Was wir wollen, ist unsere Ruhe. Jedes Mal, wenn ihr auftaucht, sind es wir, die leiden. Schon gut. Tut mir leid. Lass uns allein. Das ist unsere Heimat und hier bleiben wir. Sid wusste, dass es so laufen wird. Das wird schon noch.
Wenn du das sagst. Wir sollten gehen. Also kein Mal mehr. Scheinbar haben wir das Mal verloren. Also, ne, das sieht aus, als wurde es einmal ein bisschen abgerissen. Uff, aber ich glaube, das reicht jetzt auch. So schade es ist, so spannend es wird. Aber, glaube ich, müssen wir wirklich leider... Ach komm, wisst ihr, wir gehen noch in den Unterschlupf. Gucken uns das an, was noch passiert, und dann erst ist Schluss, würde ich sagen, oder? Ja, komm. Geht's. Vor 5 Jahren haben wir das, was für viele ein Symbol der Hoffnung war, ohne ersichtlichen Grund zerstört. Sie können nicht anders, als uns dafür zu verurteilen. Obwohl wir all das für ihre Zukunft tun, sehen sie nur, dass wir ihnen das Leben erschwert haben. Doch das Leid muss an der Quelle erstickt werden. Manchmal frage ich mich, ob wir das Richtige tun. Als Sid von einer Welt gesprochen hat, in der wir unsere Zukunft bestimmen, war ihm egal, ob es richtig oder falsch ist, was wir tun. Solange wir frei sind. Ich vermisse ihn. Eine Welt, in der wir alle gleich sind. Das hat er gewollt. Und wir auch. Darum trage ich seinen Namen. Darum haben wir alle sein Erbe angetreten. Und... nichts und niemand wird uns dabei aufhalten. Wir sind da, ihr Turteltäubchen. Endlich zu Hause. Ey, komm, das sieht doch schon aus wie ein Raumschiff, oder? Und heißt vermutlich Ragnarök. Eine neue Heimat! Otto wollte mit dir reden. Ach Mensch, der Otto lebt wieder. Oder immer noch. Immer was zu tun. Ja gut, dann haben wir es ja eigentlich schon. Ja, wir können hier nochmal das Versteck. Wir können nochmal ein bisschen reingucken, aber das sieht einfach akkurat aus wie ein Raumschiff. Nicht Highwind, ich meine, der Dude heißt Sid. In jedem Final Fantasy gibt es einen Typen, der Sid heißt. Ja, richtig. Das ist schon richtig, aber das heißt nicht, dass er unbedingt eine Highwind hat. Mega groß. Ne, mega groß ist ein Pokémon. Ey, krass. Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass es so ein kurzes Ding ist. Aber ich würde jetzt trotzdem einfach mal... hier ein Ende antreten. Metagross heißt das. Schlaubi. Ja, okay. Bin ja schon ruhig. Du.